genug wiederhergestellt und aufladen. Und auf geht. Jetzt kriegt er seinen ersten Hit. Piu. Jetzt kriegt er seinen zweiten Hit. So, wir haben den Schlag weggekontert. Jetzt müssen wir uns erstmal kurz regenerieren. Vor Ausdauer. Ich habe vielleicht angewöhnt, diese grünen Blüten zu. Ja. So viel zu dem Thema. Dann kommt halt Versuch Nummer 4. Vielleicht läuft der ja besser. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die Folgen hier schneiden werde. Also es sind zwei Folgen hier nur. Die jetzt genau 30 Minuten sind oder vielleicht auch die eine 35, die andere 25. Das überlasse ich so ein bisschen der Zukunfts-Ich, was das schneiden wird. Das ist ja auch wieder eine Frage, wann das geschnitten wird. Ich habe das ja auf OBS eingestellt, dass ich eine doppelte Tonspur aufnehme. Dann wollte ich eben schon die eine Tonspur fertig schneiden. Die Ingame-Tonspur. Nee, Quatsch, die Tonspur von meiner Stimme. Problem war, es hätte 2 Stunden gedauert mit dem Schneiden. Nur die Stimme zu auszuschneiden. Also, da muss ich nochmal an den Einstellungen ein bisschen spielen. Weil Magix will das dann als MP4-Datei machen, aber ich hatte ein 2-stündiges. Oder eine Stunde schwarzes Video. Junge, was tust du? Anvisieren sollst du nicht. Und zack. Boah, der hat gesessen. Ich glaube, das ist der Try, den wir. Das ist der Try, wo wir ihn schaffen, oder? Was sagt ihr, Leute? Schreibt es doch mal in die Kommentare, bevor ihr weiterkommt. Oder? Sind wir wieder zu unvorsichtig? Bin ich wieder zu unvorsichtig? Ah, der visiert immer nach vorne, wenn du falsch stehst. Komm, jetzt! Nein, jetzt nicht! Ja, heilen! Jetzt! Usch. Ich wusste natürlich, dass es der Try ist, wie wir schaffen. Easy going und so. Fürstenasche und Seele von Jorn. Oh, eine Sequenz! Der erste Bossfight, nachdem er Sequen kommt. Okay. Ja, wahrscheinlich war das der. Das war der dritte Aschefürst, ne? Jetzt erwartet uns nur noch, wie heißt der König Jendrik? Ne, Lothric. Prinz Lothric. Ich wollte gerade sagen, König Aldrich oder wie er im zweiten Teil hieß. Okay, wir versuchen Prinz Lothric zu retten. Wo werden wir jetzt denn teleportiert? In ein neues Gebiet? Oder direkt zu Prinz Lothric? Oh, an dich erinnere ich mich. Du hast mir damals die Fahne gegeben. Aber warum liegst du hier? Is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be. Becken der Gelübde. A Lord
Ist ja wie im ersten Teil, wo man das Becken da kriegt, um die Ascheseelen zu sammeln. Also die. Sind das auch Fürstenseelen? Von Nito und so? Und was geht jetzt hier ab? Ich habe Angst. Das Alien ist erschienen. Na gut, nicht ganz. Wer zum Teufel bist du? Ich zieh mal kurz das Mikrofon ein bisschen länger. Wer zur Hölle ist das? Ach so, die Tänzerin des Nordwindtals. Natürlich, wir sind gleich im nächsten Bossfight. Hau rein, Bruder. Als ob ich jetzt hier instant den nächsten Boss. Ja, genau. Bossfight nach Bossfight oder was? Das Spiel hat sie wohl nicht mehr alle. Gut, es ist Dark Souls, aber Bossfight nach Bossfight in Dark Souls ist für Dark Souls übertrieben. Bei Teil 2 haben wir das ja auch beim letzten Endgegner. Da sind ja die beiden Wächter, dann die Königin und dann, je nachdem, welche Version man hat, auch noch hier Alduin oder wie das Ding halt? Ne, Aldrin. Dieser riesige Schleimklotz, der da eigentlich die ganzen Fäden zieht. Naja. Ich würde sagen, wir gucken erstmal hier, wo die Fürstenasche hinkommt. Dürfte die hier sein, ne? Auf den großen. Oh ja, wir haben tatsächlich seinen Kopf mitgenommen. Auch nicht schlecht. Na, wo wir den jetzt hingesteckt haben, möchte ich nicht wissen. Aufzugsschlüssel. Okay. I can see it in your eyes. Wie müssen wir den denn benutzen? Ludlein der Verbannte? Aldrich des Abgrunds, wenn es er war hier der Händler, ne? Das ist immer so ein bisschen, wenn man lange nicht gespielt hat, vergisst man das. Aha, that returned. So. Gut, was hat er jetzt? Er hat die Klinge von dem Riesen und das Schild. Okay, wir nehmen die olle Klinge. Wir können beides nicht halten, also. Von daher ist es egal, was wir nehmen, aber. Lieber so eine Klinge als so ein Kack-Riesenschild, was ich eh nie benutzen werde. Gut, die Klinge auch nicht, aber es ist mal dahingestellt. Wenn er halt verschluckt wurde, würde hier festgehalten. Den tiefsten Kerker in Lothric hinabfährt. Da müssen wir mal gucken, wo das ist. Da wird die dunkelste Seele gefangen gehalten. Ja, oder was ist die dunkelste Seele, ist die Frage. Na gut. Was können wir hier kaufen? Die gefällt mir. Helm der Gunst. Die ist doch aus dem ersten Teil. Ich glaube, ich gönne mir die einfach. Ich gönne mir auch die Ornsteinrüstung eigentlich da. Die Smaug-Rüstung war das ja, ne? Kann man sich ja auch zulegen. Smaug ist so schwer, das ist so wie die. Ah, wie heißt sie? Die Havel-Rüstung im ersten Teil. Beziehungsweise im zweiten Teil gibt es sie auch.
Gucken wir mal. Ja, gut. Mit dem Helm haben wir schon den besten, oder einen der besten Helme, ne? Das ist ja irgendwie wäre es dumm, den jetzt zu tauschen. Hier. Ja, Silberritte ist auch schon mehr als gut. Jetzt habe ich mir diese fucking Rüstung gekauft und ziehe die nicht an, oder was? Das ist irgendwie traurig. Die Hose ist okay. Super. Kaufst dir eine ganze fucking Rüstung und ziehst bloß die Hose davon an. Naja. So, was können wir mit dir hier noch machen? Habe ich noch irgendwas, was ich dir anbieten kann, junger Mann? Ah, wir haben eine ESO-Scherbe gehabt. Okay. Kohle. Guck mal, Kohle können wir auch. My, my. The coal of that peaceable giant. Oh ja, der. Seems like ages past. Der Riese aus dem ersten Teil. Stimmt, den haben wir an Anor Londo gefunden. Die beiden haben ja theoretisch im ersten Teil zusammengearbeitet, ne? Der Riese hat die Waffen vorbereitet und er hat sie umgewandelt. Oder andersrum, er hat auf Level 5 verstärkt und der Riese dann nachher auf Level 10 und dann umgewandelt in Quelax Schwert und so. So war das, glaube ich. Oh, weiß ich nicht mehr, wo ich die gefunden habe. This is much too dark. I see the abyss in it. Yet a smith I remain. I won't turn down a request. But forget not. Your fight is for the flame and for your fellow. Ah, ja. Just like mine. Ich werde schon nichts Böses anstellen, nur weil du jetzt eine dunkle Glut hier benutzt. But hope remains. Does it not? Was kann er jetzt? Cooles Färbchen haben wir hier. Zusätzliche Gegenstände. Ach, da oben. Titanic-Brocken brauchen wir noch. Okay. Ich muss zugeben, nachsynchronisieren ist ein bisschen nicht gerade das Spannendste. Aber das tut man nicht alles, um vernünftige Videos zu bringen. Auch wenn man nicht viele Zuschauer hat. Aber das ist ja nicht das Wichtigste. Aber seine Quest hier haben wir auch total verkackt, ne? Eigentlich sollte er irgendwie unterwegs sein und irgendwann treffen wir ihn vor. Ich glaube, zweimal können wir ihn plündern schicken und dann stirbt er wohl. Habe ich mal gelesen. Aber irgendwie haben wir das total verkackt. Aber du verkaufst auch nichts Besonderes mehr, ne? Ring der Opferung. Okay. Ich glaube, wir können dann. Wir versuchen jetzt einfach mal den Boss. Ich muss bloß gucken, welches Feuer jetzt am dichtesten da dran ist, ne? Wir haben sogar noch einen untoten Knochensplitter. Cool. Okay. Dann. Nein. Nein. Hier irgendwo müssen wir. Ich glaube, das ist es, ne? Ich glaube, Wort vom Nordventtal ist das dichteste Feuer. Das hier ist oben auf dem Turm, das ist beim Drachen. Da müssen wir den Fahrstuhl. Nee, das ist bei dem Boss, ist wirklich das dichteste Feuer. Da müssen wir bloß die Treppe hoch. Und an den Rittern vorbei. Die können wir mal probieren, die waren ja zum Anfang so mega stark, ne? Die haben uns ja mit 2-3 Schlägen gekillt. Mal gucken, was die jetzt noch drauf haben. Irgendwann hier die beiden, die kannst du
Oh, wir können hier jemanden. Wir können hier jemanden rufen. Die Frage ist, kämpft der gegen Wort oder? Die Stelle sollte ich mir merken. Falls wir die noch brauchen. Das ist ja auch immer so eine Sache, ob man rufen kann. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ein NPC war oder ein Spieler. Naja, wir probieren es einfach mal jetzt ohne. Boah, ich gehe mal erstmal. Ich gehe erstmal den da oben machen. Den hier, genau. Du. Alter! Du machst nicht mehr so viel Schaden wie zum Anfang. Hier, friss. Wow. Und jetzt. Zack. Okay. Easy. Ich würde sagen, die holen wir uns von da oben. Fangen wir sie gegenseitig ab oder fangen wir sie nacheinander ab. Und da drüben, den blauen, müssen wir auch mal probieren. Yo, Bro, come to me. Was ich immer noch nicht kann, ne, ist das von vorne hier, das Content. Backstab ist ja easy. Das ist in jedem Teil gleich, aber hier das von vorne. Wenn man mit dem Schild da seine Waffe wegschlägt und dann zusticht, das kriege ich immer. Das kriege ich nur in Dark Souls 1 hin. Okay, wir machen uns mal hier leisen Fuß. Gespenst. Und dann schieben wir unser Schwert im Arsch rein. Wie sagt mein kleiner Bruder immer, Pieks und Po. Ah, der hat das mal bei Dark Souls 1 gesehen, als wenn man in Schandstadt gegen diese Trolle kämpft. Da hat er gesagt, Pieks und Po, Pieks und Po. Und, ah, hier. Okay, der ist doch noch ein bisschen härter. Oh ja, bei dem müssen wir, oh, bei dem müssen wir aufpassen. Alter, zieht euch das mal rein. Bro. Oh, fuck, der kommt auch noch angelaufen. Jetzt. Zack. So spielt man. Moment abgewartet und... Lothric Ritterhelm. So, ich gebe mir noch einen Schluck. Aha, Prinzessin, oder ist das etwa ein Monster? Ja, das ist ein Monster. Uff. Was kann der Ritterhelm? Ja, gut, nicht viel mehr. Wobei Magie hat. Ich weiß nicht, was die für Angriffe hat. Die Tänzerin vom Nordwindtal. Na gut, gehen wir mal rein. Okay. Wow. Okay, der Schaden ist jetzt nicht übermenschlich. Uff! Alter! Die macht aber übermenschlichen Schaden. Warte mal kurz, Lady. Ich bin dann mal. Uff! Uff! Na, du kriegst mal kurz eine und dann muss ich aber ganz dringend los. Okay, ich mache dir jetzt nicht sonderlich viel Damage. Oh, ich hasse das, wenn die durch die Dinger durchhauen können. Uff, die macht Feuer. Die zündet hier alles an. Hey, Lady. Oh, ich habe das Gefühl, die macht Magie-Schaden. Die macht Feuerschaden. Also, sie ist relativ langsam, ne? Ausdauerkampf, mehr ist das gar nicht. Also dafür, dass du den Namen Tänzerin hast, bist du jetzt nicht gerade die agilste. Ja, die Attacke, da müssen wir aufpassen.
Okay, da hat er noch so eine Feuerexplosion gemacht. Das, ich meine, das sieht schon geil aus, ne? Also. Dazu ist eins sah schon nice aus, aber ne, wenn man das jetzt. Klar, ist jetzt nicht die Bombengrafik, die hier ein GTA 5 oder Monster Hunter oder so hat, aber ich meine, das ist schon. Grafiktechnisch ist Dark Souls auch schon auf einem hohen Niveau, ne? Schön düster gehalten und dann dieses Feuer, das sieht mega krass aus, finde ich. Autsch! Okay. Ah, sie macht wieder die Explosion. Gönnen wir mal. Uff! Oh, scheiße, Alter. Wenn die das macht, ne, dann bist du auch... Oh, fuck! Oh, puh, weg da. Oh, zum Glück haben wir diesen Ring, der unsichtbar macht. Alter! Lady! Uff. Phase 2. Ah, okay, jetzt verstehe ich den Namen. Alter. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das wird nichts. Okay, Phase 2 ist böse. Ach so, und jetzt hat sie noch so ein Mega-Magie-Angriff oder was? Weißt du was? Schwester, hau rein. Das war knapp. Das war richtig knapp. Alter! Die ist nicht ohne. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen leveln für. Warten doch, ich mach erstmal hier. Warte mal. Wo können wir noch Level farmen? Also. Schwarzritter, ich glaube die. Oder nee, Silberritter sind das hier, ja, ne? Gaben die gut EP? Die haben wir alle platt gemacht, ne? Das ist eigentlich sinnlos, da jetzt nochmal. Eigentlich ist das sinnlos, hier nochmal hinzugehen. Ich weiß nicht. Nee, die haben wir alle platt gemacht. Nee, ich müsste jetzt die ganzen... Nee, das ist... Nee, das bringt nichts. Das ist Quatsch, was ich hier gerade mache. Ich gehe mal zurück zum Feuer, das ist ja... Wir hatten doch oben noch hier im Sumpf da bei dem Wolf. Da war da noch so ein Gefängniswärter aus dem ersten Teil, so ein ähnlicher, so ein fetter Dämon. Ich würde sagen, den machen wir nochmal. Na, hier war auch nichts mehr. Dämonenruinen war jetzt auch Bullshit. Hier, alter Wolf von Pharaon war das, ne? Würde ich sagen, wir gehen da nochmal hin. Und killen da oben den Boss. Aber ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange diese Nachsynchronisation noch geht. Sie müsste gleich zu Ende sein. Deswegen werde ich an dieser Stelle mich schon mal stumm schalten. Vielleicht habt ihr jetzt ein, zwei Minuten stummes Gameplay. Und, ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hauen Sie rein.
Das Mikrofon war die ganze Zeit gemutet, ne? Oh, ich hasse es. Nachsynchronisation on point. Geil. Naja. Die Aufnahme ist jetzt eh vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen, trotz Nachsynchronisation. Muss ich mal gucken, dass ich die morgen mache oder nachher noch. Oh. Super, habe ich mir wieder ins eigene Fleisch geschnitten. Ich muss mal gucken, von wann das überhaupt... wahrscheinlich, wo ich mir die Nase geputzt habe. Ist ja nicht... Ist doch schon so lange her. Ist ein ganzes Stück her, glaube ich. Ja. Gut. Ja, ihr habt ja gesehen, wir haben gegen diese Tänzerin kaum eine Chance gehabt. Und farmen jetzt noch ein bisschen. Ich werde wahrscheinlich auch offscreen ein bisschen farmen. Mal gucken. Ein bisschen leveln. Und dann... Sehen wir uns hoffentlich nicht in allzu lange, also sehr bald wieder. Dann ich würde schon gerne wieder regelmäßig aufnehmen. Ja? Und naja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, gehabt euch wohl und haut rein.